Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CSGO Overwatch mit mir, dem Akkulord. Ja, wir sind gerade in der 8. Runde auf Mirage auf einem Wettkampfspiel. Unser Verdächtiger hat derzeit 12:1 mit einer Headshot-Quote von 58%. Die Headshot-Quote grundsätzlich würde jetzt noch nicht wirklich aussagekräftig sein für einen Cheat, aber lassen wir uns mal überraschen, was auf uns so in den nächsten Runden noch zukommen wird. Einen weiteren auf dem Server, den Hurricane, gibt es auch noch, der fast genauso viele Frags hat. Und ja, bin jetzt auf jeden Fall gespannt, was uns da noch erwarten wird. Also erstens muss ich mal sagen, ja, relativ komisches Gameplay von unseren Verdächtigen, also sehr, sehr, sehr eigen, sehr schnell. Würde ich jetzt persönlich mit der AWP nicht so spielen, aber gut. Über Skins dürfte er mal nicht verfügen. Und ja, also er schießt doch relativ viel in die Luft, also ich weiß nicht, ob das immer beabsichtigte Flicks von ihm sind oder nicht. Also okay, hier in dem Moment ist er auf jeden Fall weggegangen, wo der Gegner kam. Okay, das weiß ich jetzt gar nicht, ob er da wirklich drauf war oder nicht. Oh, Leute, Leute. Ja, also dieses Overwatch macht es uns auf jeden Fall nicht so leicht. Das ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr aggressives Play von den Tees und auch mit 4 ABBs und einer AUG auch ziemlich hardcore aufgestellt, das muss man auch dazu sagen. Ja, aber ich meine, er aimt meiner Meinung nach nicht so ab, dass man jetzt sagen kann, hier ist auf jeden Fall ein Cheat am Werk. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen, wie hier gespielt wird. Ich meine, die Jumps kann er recht gut. Der ist auch relativ gut durchgekommen. Für mich, das Einzige, was für mich etwas komisch ist, ist, dass er so hektisch spielt. Gut, den Step hat man gehört, da hat er daneben geschossen. Also, auch hier jetzt eigentlich nicht wirklich. Wenn die Smoke macht, ist wirklich gut. Auch hier, also mit Vision Assist hätte er gewusst, dass hier einer im Eck steht. Auch hier hat er daneben geschossen. Also ich glaube, hier haben wir das erste Mal einen Legit-Spieler. Was mich wirklich auch mal wieder überrascht, weil wir das ja doch schon sehr lange nicht mehr hatten. Gut, der hat sich einfach verbrennen lassen. Ist auch nicht schlecht, kann man auch mal so machen. Ich glaube auch schon in diesem Spiel haben die Cities etwas abgeschlossen mit dem Wettkampfspiel und werden sich wahrscheinlich schon alle Spieler miteinander auf das nächste vorbereiten. Ja, ich hoffe die Aufnahme passt für euch im Großen und Ganzen so. Würde mich da auf jeden Fall freuen über ein bisschen Feedback von euch. So sollten manche Spieler ruckeln, das hängt auf jeden Fall zusammen mit dem Overwatch. Also ich sehe hier selbst auch die Gegner relativ manchmal laggend und ruckelnd herumlaufen. Gut, das war einfach nur instant gedrückt, das hat eigentlich jeder Runde bis jetzt so gespielt. Jetzt mal jemanden getroffen. Gut, auf Short wird grundsätzlich gar nicht geschaut. Ich weiß nicht, ob sie schon angesagt bekommen haben, wo er ist. Na, wieder auf der City-Seite.
und hat sich wieder verbrennen lassen. Also der hat auf jeden Fall mit dem Spiel schon abgeschlossen. Ja, ich gehe auch davon aus, dass Overwatch wird jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Und dann dürften wir unsere 7 bis 8 Runden gesehen haben. Auch hier, ja, das sind Standardflicks. Also wenn man die Map wirklich kennt, kann man diese auch so spielen und so dann auch drücken. Hier jetzt auch wieder. Also Window hat jemand geschaut und da ist er wieder weggegangen davon. Legt jetzt wahrscheinlich schnell die Bombe. Ja, also jetzt auch nicht wirklich überzeugend, also ich würde auf jeden Fall sagen, unzureichende Beweise. Hoffe, ihr gebt mir da recht, wenn nicht, bitte auch in die Kommentare schreiben. Und ja, sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst einen Like da bitte, abonniert den Kanal und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, Baba, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.